Jetzt schicke ich alle los. Eins, drei, zwei. Und dann bauen wir die ab. Da sind wir bei 0, 0. Und dieser Baum wird uns sagenhafte. Das sagt ihr mir jetzt. Ja, ich würde mal sagen, jo, scheiß drauf. Ja, komm, hier, erstes Gewinnspiel, scheiß drauf. Ich habe eine iTunes-Karte hier über App Bounty. Ist ein Code am Start. Und derjenige, der mir sagt, wie viel Gems dieser Baum bringt, der, ja, der kriegt die. Fertig. Ganz einfach. Ganz einfach. Erstes Gewinnspiel. Yeah! Guten Tag, hier ist der Gusa und heute gehen wir einfach mal Bäume fällen. Wir wollen gucken, ob diese Reihenfolge mit den Gems wirklich hinhaut. Also sprich, es gibt ja diese Reihenfolge mit 1, 5, 3 und so weiter. Stimmt die wirklich? Gucken wir. Wir fangen bei exakt 444 an. Ich mache die alle nacheinander, weil ich wirklich nicht durcheinander kommen will und mir das wirklich notieren will, dass wir nicht durcheinander kommen. So, schauen wir mal. Da gab es einen. Weiter geht's. Da gab es null. Nächster. Nebenbei kann ich mal schön noch Mails aufmachen und einfach mal noch mal so ein bisschen Gusua kommentiert machen. Das ist doch auch eine coole Nummer. Jetzt gucken wir aber erstmal, wie es hier mit dem Baum ausschaut. Das sieht nach 6 aus. Da war 0. Das waren 4. Fünf. Ich bin auch ein Honk. Ich gucke die ganze Zeit auf den, auf die Zahl, die nach oben fliegt, aber es steht ja dann direkt da. Anyway. Weil ich will schauen, ob diese Liste wirklich, es kann ja sein, mittlerweile wurde sie vielleicht verändert, kann ja alles sein. Drei. Grundsätzlich finde ich es mega geil, dass das halt mal ein bisschen gefixt wurde. Ihr wisst das, früher war es halt so, da hat man so gut wie gar nichts unter den Bäumen und unter den Sachen bekommen. Und hier geht jetzt schon einiges. Ich hatte angefangen bei ja, den 444. Vorher hatte ich noch ein bisschen was weniger, hatte noch eine Gem-Truhe, habe die weggemacht. Aber gucken wir mal, was hier da ganz wichtig, die 0 reinschreiben. Dass wir das nicht vergessen. Dass die halt auch mit dabei ist, dass die mitgerechnet wird. Aber so grundsätzlich finde ich das schon ziemlich geil, dass man nochmal eine 0. Schade. Dass man das halt mittlerweile einfacher auch wirklich Gems bekommt und nicht immer nur bezahlen muss. Fünf Juwelen, noch sehe ich keinen Algorithmus, noch ist es, aber das war auch ein relativ langer. Ich glaube, das waren irgendwie 20 Zahlen oder sowas. Ich will nichts Falsches sagen. Was ihr auch seht, es ist hier wirklich immer der gleiche Bauarbeiter. Also er wird nicht durch seine Homie-Kumpels irgendwie abgelöst, sondern nein, er ist derjenige, der den Hammer schwingt und hier richtig loslegt. Das waren 5. Also ich sehe immer noch nichts. Wir hatten jetzt zweimal 0 hintereinander. Nee, das. Also ich kann keinen Algorithmus erkennen. Und wenn, dann ist er extremst lang.
Ah, jetzt könnte es sein. Jetzt haben wir nämlich 0 und 6 ist das. 1, 0 und 6, ich glaube, jetzt kommt's. Wenn jetzt eine 0 kommt, ja, dann müsste als nächstes eine 4 kommen. Ja, wir haben es. Oh, sehr, sehr krass. Jetzt kommt eine 5. Und eine 1, eine 3 und eine 2. Jetzt schicke ich alle los. 1, 3, 2. Und dann bauen wir die ab. Da sind wir bei 0, 0. Und dieser Baum wird uns sagenhafte. Das sagt ihr mir jetzt. Ja, ich würde mal sagen, jo, scheiß drauf. Ja, komm, hier, erstes Gewinnspiel, scheiß drauf. Ich habe eine iTunes-Karte hier über App Bounty. Ist ein Code am Start. Und derjenige, der mir sagt, wie viel Gems dieser Baum bringt, der, ja, der kriegt die. Fertig, ganz einfach, ganz einfach. Erstes Gewinnspiel. Ja, also ihr sagt mir, wie viel Gems es dauert oder es gibt, wenn dieser Baum abgebaut wird. Und dann passt das. Klar, wenn ich jetzt natürlich einen anderen noch zwischenzeitlich abbauen würde, würde es natürlich an den weitergehen. Aber dieser Baum bleibt jetzt bis heute Abend. Mal gucken, weil ich will das dann relativ schnell. Ach so, da wäre es jetzt zum Beispiel auch. Aber es geht jetzt effektiv um diesen Baum, den wir hier abernten wollen. Und jeder, der sich so ein bisschen damit auskennt und die Kombinationen kennt und jetzt eben auch im Video aufgepasst hat, der darf sich darüber freuen. Eventuell. Und ich filter das dann halt raus und demjenigen lasse ich die halt zukommen. Klar, logisch, das kriegen wir auf der Reihe. Der soll sich dann bei mir melden. Das kriegen wir alles hin. Rechtsweg ist ausgeschlossen und so weiter und so fort. Dann wollen wir jetzt aber mal gucken. Ich würde mir den hier einfach mal schnappen. Einfach mal, weil ich halt gleich das Rathaus habe. Er hat, vom Loot her ist es ganz in Ordnung, das passt. Und somit weiß ich ja definitiv, dass er auch im Rathaus halt ein bisschen was hat. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier schön langsam und soft reingehen können. Na, ein bisschen doof geplaced auf jeden Fall. Jetzt holen wir hier erstmal ein paar Loons noch runter, die hier eventuell noch nicht so richtig Bock hatten, durch den Poison zu sterben. Oh, wow, geht das schnell. Wow, ratzifatzi, bang, bang, bang. Ja. Alter, der King kriegt gut aufs Maul, Junge. Naja, mir fällt gerade, aber ich meine, waren auch bloß 1,6. Das ist jetzt auch nicht so viel. Aber wäre natürlich eventuell cleverer gewesen, als sich da nur so ein bisschen vom Alex zu ziehen. Habe ich gerade ein bisschen verpeilt. So. Das war's auch schon. Naja, 200.000 passt. Ist okay. Das heißt, ihr sagt mir einfach mal in den Kommentaren, wie viel Gems bekomme ich, wenn ich diesen Baum abernte. Und dann war's das dazu? Dann könnt ihr 10 Euro iTunes. Tut mir leid, ich habe wirklich in dem Fall schon ausgelöst sozusagen. Das heißt, ich habe diesen Code schon für iTunes da. Und dann war's das. Ja. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao. Jetzt schicke ich alle los. 1, 3, 2. Und dann bauen wir die ab. Da sind wir bei 0, 0. Und dieser Baum wird uns sagenhafte. Das sagt ihr mir jetzt. Ja, ich würde mal sagen, jo,
Scheiß drauf. Ja, komm, hier, erstes Gewinnspiel. Scheiß drauf. Ich habe eine iTunes-Karte hier über App Bounty. Ist ein Code am Start. Und derjenige, der mir sagt, wie viel Gems dieser Baum bringt, der, ja, der kriegt die. Fertig. Ganz einfach. Ganz einfach. Erstes Gewinnspiel. Yeah!